späte Erkenntnis eines Kreationisten. Nun liegt er da in einer engen Holzkiste und fragt sich, was wohl kommen wird. Zum Zeitpunkt seines Ablebens hatte es kein helles Licht am Ende des Tunnels gegeben und er wartete schon seit Tagen darauf, dass man ihm ein Zeichen gäbe, dass irgendetwas passieren möge, was ihm signalisieren würde, nun fahre ich zur Hölle, weil ich nicht immer die Wahrheit gesagt habe, oder nun steige ich empor in den Himmel, weil ich ja eigentlich, bis auf ein paar Kavaliersdelikte, immer recht sozialverträglich gewesen bin. Doch nichts passierte bis zu diesem Vormittag, sofern es Vormittag war, denn er hatte jegliches Gefühl für Zeit verloren, was nicht unüblich ist, wenn man in einer Kiste unter der Erde liegt. Bei dem Gedanken daran, dass er nicht einmal eine ordentliche Draufsicht auf seine Bestattungsfeier gehabt hatte, hörte er plötzlich ein nestelndes Geräusch neben seinem linken Ohr. War es Gott, der ihm da ins Ohr hauchte, nun endlich aufzustehen und in den Chorus der Engel einzutreten? Er spürte noch, wie ihm etwas Glitschiges in seinen Gehörgang kroch und musste erkennen, dass wohl der erste Wurm den Weg in seinen Sarg gefunden hatte. Und wahrscheinlich war es nicht der einzige seiner Art, er würde seine Kollegen bestimmt darüber unterrichten, dass es etwas Neues gäbe hier auf dem Friedhof Six Feet Under. Natürlich, dachte er, sie können mein Fleisch abnagen und es würde nicht gerade angenehm werden, aber meine Seele, dachte er, die kann man nicht essen, die bleibt übrig und dann? Ja, was dann? Eine weitere Woche später, er konnte natürlich nur schätzen, dass es eine Woche war, musste er ein wenig entsetzt feststellen, dass die Würmer bis an die entlegensten Winkel seines Körpers in sein ohnehin viel zu enges Leichentuch vorgedrungen waren. Verflucht, wo war Gott? Oder war das bereits die Hölle? Der modrige Geruch in seinem Grab machte ihm langsam zu schaffen, und er wunderte sich ein wenig mehr darüber, warum nichts, aber auch gar nichts passierte, außer eben diesen mehr als irdischen Begebenheiten, der Tatsache, dass die Würmer sich immer weiter in sein Fleisch gruben. Er war doch mindestens einmal pro Woche in die Kirche gegangen und hatte immer auf diese Option gebaut, irgendwann einmal ins Paradies zu fahren. Er hatte andere Götter verachtet und war stets überzeugt davon gewesen, die richtige Wahl getroffen zu haben. Naja, vielleicht wäre Wiedergeburt nicht das Schlechteste gewesen, dachte er, auf alle Fälle besser als das hier. Aber er hatte sich eben für einen anderen Weg, einen anderen Gott entschieden. So lag er noch eine ganze Weile dort, bemerkte, wie sie ihm die Arme, Beine, das Hirn und seine Genitalien wegfraßen und musste letztendlich erkennen, der Sinn des Lebens ist das Leben selbst.